ein einsames Auto in der endlosen Weite Kanadas. Tom ist unterwegs zum Begräbnis seines verunglückten Lovers. Das mit Festivalpreisen verwöhnte Regiewunderkind Xavier Dolan suchte zwischen zwei großen Produktionen die Gelegenheit zu einem schnellen Dreh und entschied sich für das Theaterstück Tom auf der Farm. Hallo? Ein entlegenes Gehöft, das von Francis, dem Bruder des Verstorbenen, allein bewirtschaftet wird. Ist da wer? Aus dem schnellen Dreh ist wieder ein faszinierender Dolan-Film geworden. Und wieder spielt er, mit der gewohnten verstörenden Intensität, selbst die Hauptrolle. Darf ich fragen, was Sie hier zu suchen haben? Pardon. Ich hatte bloß Ihre Adresse und... Ich bin Tom. Entschuldigen Sie die Unordnung, ist gerade eine schwere Zeit. Sie war nicht angekündigt. Für den entfremdeten Städter ist diese konkrete Arbeit in der Landwirtschaft ein abschreckendes und gleichermaßen faszinierendes Milieu. Er spürt, dass seinem bisherigen Leben irgendetwas fehlte, auch wenn er es nicht artikulieren kann. Überhaupt scheint Sprachlosigkeit hier überall die Regel zu sein. Vom brutalen Bruder des Toten kommt das Kommando: Sag nicht, wer du bist. Er soll eine Freundin erfinden, um die Homosexualität des Toten zu kaschieren. Hey, kein Parfum oder sowas. Parfum ist was für Hochzeiten, nicht für Beerdigung. Ja. Okay. Bei der Beerdigung schließlich verweigert Tom die Totenrede und der scheinbar karge Film steigert sich zu einem mehr und mehr beängstigenden Thriller. Fuck. Hast du mich erschreckt? Fluchen in der Kirche? Hast nicht gesprochen, ja? Nein, ich weiß... Was willst du? Fass mich nicht an, ja? Was war mit deiner Rede? Meine Mutter war ganz traurig. Ich mag's gar nicht, wenn sie so leidet. Aber überhaupt nicht. Ich hab dir gesagt, was du tun sollst. Wenn du sie lieben würdest, würdest du sie nicht belügen. Hey. Ich weiß nicht, in welcher Welt du lebst und was für ein Spiel du spielst und was dir das gibt, aber ich denke, mein Bedarf ist gedeckt. Ich gehe jetzt zu deiner Mutter, sag ihr alles und fahr nach Haus. Weil ihm Francis das Auto demoliert hat, flieht Tom über die Felder, um dem schwulenfeindlichen Macho, der sein Triebleben nicht unter Kontrolle hat, zu entkommen. Erzähl mir mehr von ihr. Hat sie dir noch andere Sachen gesagt? Sarah? Ja, Sarah. Ja. Sie hat gesagt, er hatte starke Arme. Dass sie es mochte, wenn diese Arme sie umfassten, bis ihr das Kreuz krachte. Sie sagte, ich mochte den Schweiß seiner Achseln auf meinen Schultern. Manchmal wusste ich nur an der Art, wie er ging, dass es ein heißer Fick werden würde. Okay. Ganz schön versaut unsere Sarah.
Was die so sagt. Ja. Ganz schön versaut.